rote Neon, blaue Neon, einfache Neon. Was ist denn da eigentlich dran? Ist nicht Neon Neon? Und wir haben heute hier einen blauen Neon, aber blau ist er ganz sicherlich nicht, weil er Alkohol trinkt, sondern was der Unterschied ist zwischen blauen und einfachen, haben wir heute mal als Thema. Der einfache Neon, der hat einfach den roten Strich an der Unterseite des Körpers nur ungefähr auf der halben Länge. Der rote Neon hat also oben einen blauen Strich und unten einen sehr kräftigen roten Strich. Und der blaue Neon, das ist heute das Thema, der hat oben den blauen Strich viel kräftiger und unten nur so ein bisschen blass rot. So, der rote und der blaue Neon sind direkt verwandt. Der eine heißt Chairodon axelrodi und der andere heißt Chairodon simulans. Also simulans, das ist ein Simulant, der simuliert einfach den roten Neon, ist aber nicht so schön rot. Aber der ist nicht blau, weil er alkoholisiert ist, sondern der ist nur blau in der Farbe. Gott sei Dank, wäre ja schlimm, wenn wir alkoholisierte Fische im Aquarium hätten. Sollten wir auch bitte keine Versuche zu machen. Ja, wenn natürlich Futter ins Wasser fällt, kommen alle sofort angeschossen. Erst als Einzelne, da probiert mal einer, ob das auch gefahrlos, das Futter ist. Und dann kommen immer mehr und je sicherer sie sich fühlen, umso mehr zersiedeln sie sich. Welche Fische halte ich jetzt im Aquarium? Den roten Neon oder den blauen Neon? Das ist natürlich Geschmackssache. Man kann die mischen, sind eigentlich die gleiche Familie. Die würden sich auch untereinander paaren, aber da bin ich ja gar kein Fan von, dass man also die Fische mischt, wenn man sie nicht züchten will und sagt, dann ist das Bild vielleicht ein bisschen bunter, von mir aus okay, aber bitte nicht mit gemischten Tieren züchten, dass wir diese Tierarten einfach verfälschen und wir dann da neue kriegen und haben dann den blau-roten Neon oder gescheckten Neon, sag ich mal, so weit möchte ich eigentlich nicht, dass der Neon kommt. Ich habe also auch schon mal vereinzelt Schleier-Neon gesehen. Ja, die Neon werden also nicht mehr nur wild gefangen, nicht nur der Natur entnommen, sondern mittlerweile auch gezüchtet. Der Vorteil von den gezüchteten Tieren ist natürlich, die sind viel robuster, weil an unsere Wasserverhältnisse gewöhnt. Und dadurch werden sie auch im Allgemeinen älter. Und dieses Robuste hat auch damit zu tun, dass ich sie in etwas härterem Wasser halten kann. In der Natur leben die schon teilweise in extrem weichem Wasser. Wenn in Südamerika Regenfälle gibt, da ist ja fast nur noch Regenwasser, das Wasser der Seitenflüsse. Und im Regenwasser habe ich einen pH-Wert von 3. Den kann ich eigentlich im Aquarium gar nicht nachmachen. Muss ich aber auch nicht, denn die Fische leben ja auch dann, wenn Trockenzeit ist. Sie werden ja mehrere Jahre alt. Und in der Trockenzeit härtet sich das Wasser natürlich auf, weil dann doch mehr Bodengrundberührung hat. Und durch verschiedene Materialien läuft oder auch durch Quellwasser aufgehärtet wird. Und das heißt also, wir müssen nicht das extremste Wasser, was man messen kann, auch versuchen im Aquarium nachzuvollziehen. Viel besser ist es, man hat stabile, gleichmäßige Wasserverhältnisse, als wenn man versucht, eben ein Extremwasser herzustellen, was aber nicht stabil ist und ich immer wieder nachbessern muss. Dann ist das ein permanentes Auf und Ab der Wasserwerte. Das ist also ganz sicherlich nicht toll für den Fisch und da wird er Ihnen auch nicht dankbar sein. Besser ein gleichmäßiges, etwas schlechteres Wasser von der Qualität her, wie er in der Natur hat. Das ist ja nicht schlechter. Klares Wasser, gut gefiltert, frisches Wasser sollte es sein, aber immer gleichmäßig konstanten Wert. Da sollte man drauf achten. Denn Rote Neon ist ja so ein kleiner, friedlicher Ziersalmer, wo alle sagen, ja, der kann ja wirklich niemanden schaden. Wenn man aber sieht und schaut mal, was er alles frisst, der stürzt sich auf jedes Insekt und zerreißt und zerbeißt. Und wenn man sich mal die Mühe nimmt und nimmt mal eine große Lupe und schaut dann mal wirklich einen roten Neon im Maul, erschreckt man sich. Also das Maul sieht ungefähr aus wie das eines Piranhas, also ein richtig stark bezahntes Maul. Natürlich bei dem kleinen Fisch. Ganz klar sind die Zähne mikroklein und die können uns nichts anhaben. Also nicht, dass ihr nächstes Mal
Angst habt, wenn ihr die Hand ins Aquarium tut und die Neon kommen auf euch zu und die Piranhas zerfetzen euch. Nee, ganz sicherlich nicht. Da ist unsere Haut viel zu stark. Da können die nicht durchbeißen. Aber für jedes kleine Wasserinsekt sind die Zähne eines Neons auf alle Fälle tödlich. Es ist immer die Frage, wie richte ich denn ideal ein Aquarium ein? Diese Frage kann man gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Fische schwimmen ja, gerade Schwarmfische, über sehr große Gebiete. Da gibt es nur Sandböden, die natürlich für einen Fisch ohne Rückzugsmöglichkeiten super gefährlich sind, muss er aber manchmal durch. Rückzugsmöglichkeiten wie hier in so einem Pflanzenbecken lieben die Fische quasi. Das ist sicherlich der ideale Ort in der Natur, um für die Fische ein Überleben zu sichern. Gerade so ein dicht bewachsener Bodengrund, das ist natürlich ideal. Der Neon ist ein Freileicher, der lässt allen einfach die Eier fallen. Und hier durch diesen dichten Bodengrund, der von verschiedenen Pflanzen durchwachsen ist, also quasi ist jede Stelle des Bodens überwachsen, wenn da Eier von diesem kleinen 3 cm Fisch fallen, da ist ja nicht ein Millimeter groß, sondern ich denke mal ein Zehntel Millimeter. Das fällt einfach durch das Pflanzengewirr durch und ist für keinen anderen Fisch erreichbar. Und damit haben die Jungfische auch eine Chance, Junge zu kriegen. Zur Zucht ist dann natürlich nicht das Ideale. Heutzutage werden sehr, sehr viele rote und auch blaue Neon nachgezüchtet. In so einem Biotop kann man die Jungfische nicht großziehen. Da hat man gar nicht die Möglichkeit, die Jungfische richtig zu füttern, den Jungfischbestand hygienisch zu überwachen. Da geht man hin und nimmt feines Filtergespinst oder Ableichtgespinst auf den Bodengrund, setzt die Tiere ein, lässt die ein paar Tage ableichen, nimmt die ganze Gruppe raus, unterscheiden kann man Männchen vom Weibchen. Weibchen sind meist etwas größer, fülliger, Männchen sind schlanker, kleiner. Nach kurzer Zeit habt ihr da draus, das kann man sehr gut erkennen. Die treiben also, man sollte die also grundsätzlich in der Gruppe ableichen lassen. Die treiben dann übers Moos, übers Gedicht, manchmal geht es auch stürmisch da hinein. Und wenn man das sieht, dass die da 2-3 Tage gemacht haben, nimmt man also die Elterntiere alles raus. Und schon nach wenigen Stunden fangen die Jungfische an zu schwimmen, meistens sehr nah an der Oberfläche. Dann braucht man natürlich extrem feines Futter. Das darf also nur staubig sein quasi. Dann nehmen die Tiere auf. Muss nicht lebend sein, ist natürlich von Vorteil. Wenn man Infusorien füttern kann, dann ist das kleines Lebendfutter. Bei Lebendfutter entwickeln die sich viel schneller, weil eigentlich ist ja der Neon ein kleiner Miniaturraubfisch und der möchte Lebendfutter haben. Und dann wachsen die und gedeihen. Und wenn man sich dann mal selber so ein paar Neon hochgezogen hat, man muss natürlich da echt auf die Wasserwerte achten. Ganz feines, sauberes, weiches Wasser haben. Und dann kann man sowas mal züchten. Ist ein Riesenaufwand. Nicht, dass ihr meint, oh Mann, ich werde jetzt Neon züchten. Neon sind ja immer etwas teurer als viele andere Fische. Und da werde ich reich bei. Ich glaube, da werdet ihr nur reich an Erfahrung, aber nicht reich vom Geld. Denn da macht schon ganz schön Arbeit. Aber der Erfolg, und wenn ich mal nur 10 rote Neon oder blaue Neon selbst gezüchtet habe, das ist ein Erfolg. Da kann man als Aquarianer wirklich stolz drauf sein. Ich denke mal, ihr schreibt in die Kommentare, die das schon mal gemacht haben, denen das gelungen ist, wie es gelungen ist, was ihr angestellt habt. Ich denke mal, das wird für alle spannend sein. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Haltungscheck. Der blaue Neon, ähnlich wie der rote Neon. Der blaue Neon wird 3 cm, der rote wird eben 4,5, manchmal sogar 5 cm. Mindestaquariengröße 54 Liter wird angegeben. Bin ich total dagegen, muss ich einfach sagen. Für so einen Fisch viel zu klein. Ein 100 Liter Becken würde ich als alleruntergrenze sehen. Richtig zur Wirkung kommt er erst ab 1 Meter, 1,20 Meter Schwimmfläche. Im paarungsfähigen Alter kommt er schon sehr früh. Das sind ja Fische, die in der Natur auch ganz viel gefressen werden. Die müssen sich auch sehr, sehr schnell wieder reproduzieren. Also müssen sie mit 4 Monaten anfangen, sich zu vermehren. Da sie keine Brutpflege als Schwarmfisch machen können, sind sie natürlich Freileicher. Lassen einfach ihre Eier am liebsten direkt unten über Pflanzenpolster fallen. Manchmal stürmen die auch bis in die Pflanzen rein. Ernähren sich von alles an Kleinstlebewesen, was ihnen vors Maul kommt. Da heißt also von dem Frischgeborenen, der Mikroorganismen frisst, bis zum Erwachsenen, der dann auch mal eine Mückenlarve erkämpft, ist alles dabei. Jedes Kleinstlebewesen ist nicht sicher vor einem Neon.
Klimazone. Wir sehen ja hier ein schönes Südamerika-Aquarium, das ist ja auch die Heimat. Temperaturen, Südamerika ist bekannt, sehr hoch, sehr tropisch, auch die Wassertemperatur. Halten kann man ihn theoretisch bis 21 Grad, sollte man aber eigentlich nicht. Besser ist 24, 26 oder sogar 28 Grad. Der pH-Wert in der Natur geht bis 3 runter. Das solltet ihr am besten gar nicht versuchen im Aquarium zu machen. pH-Wert von 3 setzt also voraus, dass so gut wie keine Härte im Wasser ist. Das Wasser ist extrem instabil. Würde ich nicht im Gemeinschaftsbecken versuchen. Wenn man leicht, muss man schon sehr weiches Wasser machen, damit aus den Eiern auch Junge schlüpfen. Aber zur Haltung ist also so ein pH-Wert von 6 in meinen Augen total in Ordnung. 6, 6,5. Die Härte 1 bis 10. 1 halte ich für ein Risiko für ein Gemeinschaftsaquarium. 10 muss nicht sein. So 5 bis 8 ist die ideale Härte für die Tiere. Kann man sie schön und lange halten. Was natürlich total hilfreich ist beim Haltungscheck ist, ich halte Neon im schönen bepflanzten Aquarium. Da kommen sie richtig zur Geltung, da fühlen sie sich wohl. Und jetzt spielen nicht immer nur die Wasserwerte eine Rolle. Wohlfühlen muss man sich ja auch. Wenn wir vor der Entscheidung stehen, welchen Neon halten wir im Aquarium, den roten oder den blauen, würde ich das ein wenig von der Aquariengröße abhängig machen. Der blaue Neon bleibt kleiner, wird meist nur 3 cm groß. Den roten, den kann man schon in Exemplaren bis maximal 5 cm teilweise erleben. Das heißt also, der blaue für das kleinere Aquarium. Aber wie gesagt, wir haben ihn extra hier in das knapp 800 Liter Aquarium, den kleineren, reingetan. In so einem riesen Aquarium ein größerer Schwamm, der kommt natürlich ganz anders zur Geltung. Das sieht aus wie in der Natur. Da kann der Schwarm richtig ziehen oder sich auch zersiedeln. Das heißt, man sieht wirklich, wie die Fische leben. Wenn man, so wie die Bücher angeben, blauer Neon kann man halten ab 54 Liter. Ja, wie viel wollen sie denn da reintun? 3 oder 5? Das ist kein Schwarm, das ist kaum eine Gruppe. Das finde ich, gehört da nicht rein. Ich bin der Meinung, auch wenn die Bücher was anderes sagen, unter 100 Liter sollte man gar nicht anfangen. Eigentlich bin ich sowieso der Meinung, ein Aquarium fängt erst richtig bei 200 Liter, bei Meterlänge an. Und da dann ein schöner Schwamm von 30, 40 Stück, das ist eine Bereicherung für jedes Aquarium. Und dann ist es egal, ob den blauen oder den roten Neon. Ich hoffe, es ist nicht egal, ob ihr den einen oder den anderen guckt, aber ihr könnt jeden von mir sehen. Und deshalb sehen wir uns nächste Tage wieder.